Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Wieder mit am Start, Tati. Es geht wieder um Donuts. Diesmal World Donuts. Ihr seht die Schlange. Bis irgendwo da hinten. Da steht Chong und wartet auf uns. Das ist dein Feedback, Tati. Abnormal, Alter. Wirklich. Also unglaublich. Ich schwöre, alles nur Hype. Ich sehe nur Kinder so rumlaufen mit den Boxen so. Ja, ja. Von diesen Instagram, TikToks und sowas. Aber wir sind nicht besser. Wir wollen das auch machen. 3 Stunden später. Okay, 3 Stunden später, ungelogen. Wir haben echt 3 Stunden gewartet. Kamera ist gleich aus. Akku leer, weil es zu kalt ist. Wir können nicht mal das Video drehen. Tot, Alter. Können wir echt nicht drehen, oder? Oh, ja, Handykamera halt. Okay, dann müssen wir uns eigentlich beeilen, Mann. Wollen wir mal aufmachen? Nee, den passt schon. Aber ich brauche mal so noch so Dinge. Was ist dein Fazit, Mann? Denkst du, es lohnt sich? Es schaut schon krass aus, Alter, ganz ehrlich, aber ich weiß, die Warterei nicht, Mann. Nico, wo ist Nico? Denkst du, es lohnt sich? Boah, ich weiß nicht, Mann. Ja, Mann. So, Leute. Oh mein Gott, ist das Cheesecake da gewesen, oder was? Erzähl mal ein bisschen was ihr euch so gegönnt habt. Alter, was habe ich denn? Also, ich habe einen mit Maxi King, auch mit so Nougat-Füllung, Karamell, glaube ich. Hier ist einmal weiße mit Breno. Ich glaube, mit weißer Breno-Dings gemischt. Das ist auch richtig krass, hat er gesagt. Auch mit irgendeinem, keine Ahnung, auch so ein Pistaziencreme. Pistaziencreme. Hier ist auch eine weiße Breno mit weißer Schokolade, glaube ich. Und Cheesecake. Schmeckt sehr. Auch mit Himbeer, ich glaube, Erdbeermarmelade. Dann Cornflakes, keine Ahnung. Tati war eigentlich jetzt dagegen so, nicht sein Ding, aber auf einmal ist er eins gehypt. Ja, Alter, hier ist auch noch was Gott, mir die Hälfte von Maxi. Da hat nichts mehr reingepasst. Hier noch richtig schöne Raffaello. Was ist das? Oh mein Gott. Dann probieren wir jetzt mal. Ja, probiert es doch jetzt, Leute. Oh, das ist so mit Karamell, oder leck mich doch am Arsch, Mann. Komm her. Oh mein Gott. Tati, mein Freund, ich werde mich revolvieren, versprochen. Hype ist real. Kommt der größte Kritiker, Alter. Ja, Mann. Ich hype es nur wie ein Kinder-Bueno. Das werde ich sagen, war echt geil. Die Zeit ist richtig fluffig, weich. Und die Füllung ist original Nutella. Also, geil. Schmeckt nicht künstlich oder sonstiges. Ja. Nice, gefällt mir. Davon kann ich nicht mehr essen. Reicht dann eins? Ja, Mann. Ich esse den mit Pistazie auch gleich. Das finde ich zwar krass. Ich habe einen Raffaello. Okay, der schaut schon ernst krass aus, Mann. Echt geil, Mann. Der schaut schon ernst krass aus, Mann. Das ist Blauberge da oben. Mhm. Gut gemacht. Die Rolls. Hab nur 3 Stunden dafür gewartet, Alter. Aber echt nicht süß, gell? Ja, ich find's ernst geil. Also, echt nicht süß, Alter, Tati ist doch eh alle. Tati wird unser Wettesser. So alle einfach. Des Todes, Mann. Egal ob Schärfe. Alter, ich muss doch egal ob Semi-Shakes. Ah, das ist der Ding. Ja, mit Pistazien. Ja, aber das ist das Ding. Aber das ist kein Donut. Ist das die Bombe? Ist das die Bombe? Das ist Croissant und Donut. Das ist so ein Ding. Ja, echt auf wie Croissant. Ja, schau mal. Das ist der Croissant, heißt der. Crossnut heißt der, Alter. Der Crossnut, Alter. Der Croissant. Warte, du kriegst gleich den hier, oder? Ja, man gib mir ein kleines Stück. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Der Saft ist da runtergelaufen. Wie geil der aussieht. So richtig einfach. Saftig, Alter. Wie schaut saftig, richtig krass aus, Mann. Das ganze Saftfiesk aus. Crossnut, Mann. Croissant und Donut. Oh mein Gott. Das schmeckt wie Oreo-Füllung, dieses Pistazienteil. Echt? Aber ja, noch ein bisschen abgeschmeckt. Ganz ehrlich. Boah, ich finde den besser. Boah, der ist noch mal krasser. Boah. Aber krasse Kalorienbombe. Also mehr als einen schaffe ich nicht. Boah, ja. Schmeckt auch voll nach Pistazie. Richtig gut. Wirklich. Ja, danke, Mann. Mein Gott, hype's ihn auf einmal. Ich hype ihn echt noch. Hype. Hat sich das Warten gelohnt? Nein. Aber Preis-Leistung? Passt. Vom Preis her? Ja, passt ja. Wenn du eine Box kaufst, ist es billiger, als wenn du sie einzahlst. Meine Box hat 26 Euro gekostet. Meine 2 Stück haben 11 Euro gekostet, Mann.
Ja, aber nein, du hast ja auch 12 Dinger. Weil das gewillt ist. Ich hab 6 Stück gekauft, das sind 14,50 Euro. Deins war 1 krass, preis-eis. Ja, das passt, oder? Ich hab halt 4 Standard plus so 2 abgeflippte. 1 krass, Mann. So, schauen wir mal. Ich hab mir 2 gegönnt. Classic F mit Apfelzimt. Mit Apfelfüllung. Boah, krass. Heftig. Okay. Für diese Essenszeit ist man etwas. Geil. Und da? Seht ihr das? Oder? Cornflakes, oder? Cornflakes oben drauf, blaue Füllung. Das ist, der zählt auch zu den Standards, ja, aber Standard mit gefüllt. Boah. Boah, glaub mir, ich hätte. Oh mein Gott. Warte, ich bin ernst voll. Ein bisschen mini. Nimm ein bisschen. Der hat nicht mal das normale Standard. Weißt du, diese blaue Füllung. Diese blaue Füllung ist krass. Ja, nimm. Schau mal, wie Jungs Auto ausschaut. Und dann noch schön knusprig, Alter. Alter. Das ist doch schön frisch und so wie du. Das ist gar nicht so irgendwie. Nicht so fettig oder irgendwas. Ja. Was boah, der ist auch geil. Hatte so einen normalen mit Apfelzimt und einen Kloster mit Apfelzimt. Kloster, aber genommen. Alter. Ich finde die Box schaut echt geil aus, Mann. Also das Junge. Ist aber nur noch saftig, Mann. Direkter Vergleich, John. Von der von gestern, Apfelzimt. Der ist schon besser. Schon besser? Leider, ja. Falsch gemacht hat, oder? Außer zu lange gewartet. Und wie viel hat er aufgemacht? 2,30. Oh mein Gott. Da war gleich so eine Schlange da, ja, gleich von Anfang an. Was hab ich jetzt? Ist die Schlange kürzer geworden oder länger? Ja, das krasse ist, es gab keinen kein normalen mit Zucker heute. Ich hab den normalen mit Zucker. Den haben wir uns angeschaut. 3 Pfund. Einen schaffen wir heute. Aber ich muss ehrlich sagen, bei den Laden lohnt sich die normalen nicht. Schon diese ausgefallenen. Weil die ausgefallenen sind endteuer, Mann. Ja, aber dieses Cross-Knit, das ist richtig krass. Geiler Teig ist es. Zum Glück haben sie es echt nicht zu süß gemacht. So, jetzt kommt. Jetzt auch noch einen hoch. Selbst gefüllt, oder? So einer der Standards, gell, mit diesem. Oh, der machst du seitlich und dann wie es von hier so rausgeht. Das wäre geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Macht recht, das schon. Fällt dir gleich in den Mund rein. Eine richtige Impfung, Alter. Nein, die Vene, Mann. In die Vene, ja, Mann. Pfizer BioNTech, Alter. Allein die Creme, wie geil die ausschaut. So ein Teller, Mann. Ich dachte, ich krieg die erste Impfung, Alter, Mann. Ja, Mann. Intravenös direkt. Schokolade in die Vene, oder? Oh mein Gott, Jungs, war echt krass, Mann. Saftiges Ambiente. Bester Donut des Lebens. Ich schwör, es war ein echt geiler Ambiente, Mann. 3 Stunden schön stehen, Mann. Pff, krass. Ja gut, aber wenn man jetzt nicht ansteht, ist es echt ein guter Donut, Mann. Ist echt schlecht. Also, geschmacklich echt gut, muss ich echt sagen. Ja, abschließende Worte, Tati, komm. Sprich, auf geht's, Worte, Mann. Wie viele Sterne? Preis-Leistung passt echt. Preis-Leistung ist echt nicht überteuert, gut. Ja. Echt nicht überteuert, gute, wirklich gute Ding. Overrush hat mit dieser Cross-Nut Burger, Burger sag ich schon. Donut. Geiler Teig, wirklich echt lecker. Ey, nur zu empfehlen, wirklich. Aber geht's nicht zu einer Neueröffnung. Ja, richtig tot. Außer hier geht's ernst früh hin. Wir haben echt lange gewartet, aber. Hat sich gelohnt. Die sind sehr lecker, wirklich. Die sind sehr, sehr gut. Keine Frage. Hast du nichts mehr zu sagen? Grüße an die Türsteherin, die hat echt recht gehabt, hat sich eigentlich gelohnt. Nee, hat sich nicht. Ich habe nur die Kommentare, ob ihr auch einen Royal Donuts bei euch habt und was eure Lieblingsorte und so ist. Würdet ihr so lange für einen Donut anstehen? Das war's von uns, ciao.